So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading TV von JFD Brokers. Was sollen wir sagen? Wir leben schon in einer bisschen verrückten Welt. Die Börse hat sozusagen die Terroranschläge sehr gut verkraftet. Und ich war jetzt eben selbst überrascht, wie genau dann doch die US-Indizes dann den Kursverlauf, wie ich den am Wochenende eben prognostiziert habe, eben genommen hat. Deswegen kommen wir eben kurz zu den drei US-Indizes. Manche Leute haben mich wahrscheinlich für verrückt gehalten, die die Videos am Wochenende gesehen haben. Aber es gab eben definitiv vom Chart her auch ableitbare Bull-Szenarien. Hier habe ich jetzt eben. Ich habe den aus dem Kassamarkt herabgeleitet. Ich habe jetzt hier nur die JFD Broker Indikation kurz genommen, beziehungsweise war noch von gestern eingestellt. Das untere Level hier bei 4.450 wurde nur vorbörslich getroffen, aber eben auch die anderen Varianten. Es gab ja nur drei bullische Varianten, liefen so ziemlich exakt hier nach den Prognosepfeilen. Angegeben war das mit 20%, 50% und dieses etwa mit 30%. Und wenn man jetzt hier eben die Future-Kurse mit einberechnet, ist eigentlich sozusagen jedes Setup eigentlich aufgegangen. Ja. Hier kurz bis zu dieser Marke, dann nach oben oder eben auch das andere eben in der Future-Indikation. Beim S&P-Index im Prinzip das gleiche. Hier lief es nicht ganz runter bis zu der Fibo-Marke. Aber auch hier mit einem Stop-Buy-Setup, diese Linie ist eben jetzt hier verschoben, komplett wegen der JFD-Indikation, lief eben auch mit dem Stop-Buy-Szenario und hat eben hier einen Widerstand eben getroffen und aktuell oder beziehungsweise ging es halt nicht darüber. Und im Dow Jones Index war eben hier dasselbe Spielchen, kürzer Absetzer noch und also ging auch das 50% Setup hier komplett auf. Ja, also jeder war, wie vielleicht nicht von manchen eben vermutet, hier irgendwelche Short-Signale zu sehen, sondern so ging das eben auf. Im DAX würde dann noch beziehungsweise hier noch kurz des Weiteren, hier werde ich eben jetzt absolut kein Long-Setup mehr verfolgen, also nicht heute. Es könnte hier eben noch ein kleines Hoch kommen, aber das sind jetzt hier vielleicht 50 bis 80 Punkte. Und diese Marke hier oben bei 17.580 ist auf Schlusskursbasis gedacht. Also ich denke jetzt nicht, dass der Markt hier komplett nach oben durchschießen wird. Ausgeschlossen ist es natürlich nicht, aber ich erwarte hier jetzt im Wochenverlauf eher Rücksätze und dann findet man sicherlich vielleicht nochmal einen guten Einstieg, um dann, bevor jetzt hier das Signal auf Tagesbasis aktiviert wird, hier noch einen unteren Einstieg in der Korrektur. Im DAX hatte ich ja gestern auch noch am späten Nachmittag oder am Nachmittag ein Setup zu 14 Uhr veröffentlicht. Hier ein Rücksetzer in den Bereich von 10.690 und sollte dann ansteigen. Die Vorsicht Long-Marke wurde nicht unterschritten. Kurzzeitig gab es eben einen Doppelboden hier und mit dem heutigen Tag sind wir hier darüber rausgeschossen und das ist jetzt hier in meinen Augen alles Bonus. Denn wenn man im Stundenchart das anschaut, beziehungsweise dann auch ein 4-Stunden-Chart. Hier ist jetzt eben die Wolke, Oberkante der Kursbegrenze. Also hier sehe ich vielleicht einen kurzen, temporären Ausbruch nach oben, aber mehr als heute die 10.900-Punkte-Marke wäre alles, also für mich würde eine Überraschung darstellen. Ja. Im 4-Stunden-Chart sind wir jetzt hier zwar aus der Wolke ausgebrochen, aber liegen eben auch in den horizontalen Widerstand. Tageschart, wie sieht da die Situation aus? Haben wir den EMA 10 zurückerobert? Und gut, hier, wenn man jetzt den Widerstand wegnimmt, könnte man noch hier eine Trendlinie einzeichnen.
und würde dann auch etwa bei ja, 10.920 oder sowas auf diese Widerstandslinie treffen, der DAX. Also nach oben sehe ich heute definitiv begrenzt. Shorten würde ich eben auch nicht empfehlen. Also Seitenlinie und denn der große Teil der Wochenperformance wurde eben direkt gestern eben abgearbeitet. Kurz noch, aber das Setup habe ich jetzt nicht hier. Gut, bei dem Gold, da hatten die Bullen das nicht geschafft, über dem EMA 10 im 4-Stunden-Chart zu bleiben und wurde eben knapp ausgestoppt. Und aktuell kämpft er um die 1080er US-Dollar-Marke. Da habe ich im Moment jetzt nichts Neues, kein neues Szenario auf Lager. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören, sehen uns später oder morgen. Danke.